Hallo, wir sind's, die Orangetrotter. Wir sind wieder mal unterwegs, allerdings nicht in unserem heißgeliebten 32 Jahre alten orangen VW-Bus, sondern in diesem Teil. Wir haben die Ehre, dieses Fahrzeug testen zu dürfen. Es handelt sich um den neuen Hümercar Cape Town, aufgebaut auf der Basis eines VW T5, in dem Fall jetzt mit einem bullenstarken Motor mit 180 PS. Wir sind jetzt seit knapp 2 Wochen hier im wunderschönen Südengland unterwegs, bei bestem englischen Sommer, und haben schon ein paar Vorzüge von diesem Fahrzeug kennengelernt. Die größte Herausforderung beim Ausbau von einem VW-Bus ist es wohl immer, den wenig vorhandenen Platz möglichst sinnvoll einzusetzen, damit man dann auch sehr komfortabel drin leben kann. Hümer hat das hier ganz speziell gelöst mit einem begehbaren Mittelgang. Das schmeißt natürlich das bisher bekannte Wohnkonzept komplett über den Haufen, wie man es bisher in den meisten VW-Bussen angewandt hat. Genau. Was völlig Neues erstmal und auch gewöhnungsbedürftig. Wir haben jetzt ja schon öfters über Details dieses Fahrzeugs berichtet. Heute kümmern wir uns mal genau um diese Schlaffunktion. Wie ist das jetzt mit dem Mittelgang hier in diesem Fahrzeug gelöst? Dazu gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein in die gute Stube. Ja, jetzt sitzen wir hier drin und merken sofort viel Raumgefühl, eben auch ermöglicht durch diesen kompletten Mittelgang. Man kann vor dem Küchenblock stehen, komplett arbeiten im Stehen. Ermöglicht wird es auch durch diesen Knick hier im Schlafdach. Sehr einfach, aber clever gelöst, muss man erstmal drauf kommen. Ist natürlich ein riesen Fortschritt zu sagen, ich kann hier überall im Bus im Stehen arbeiten und im Stehen hantieren. Bevor wir jetzt zum Schlafen kommen, zeige ich euch noch was anderes. Habt ihr es vielleicht der ein oder andere schon bemerkt, es gibt hier kein Verdunklungssystem an den Scheiben, das fest installiert wurde, sondern es gibt diese sogenannte Gecko-Folie. Hat man sich wohl aus der Natur abgeschaut. Auf der Rückseite dieser Folie ist eben diese Beschichtung mit mikrofeinen Lamellen, kann man sicherlich jetzt nicht erkennen, die dann eine gute Haftung auf der Scheibe ermöglichen. Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist eine ganz witzige Idee und hat man sich erstmal daran gewöhnt. Funktioniert das auch klasse, erinnert sich ans Tapezieren. Man positioniert das Ding auf der Scheibe, streicht es von innen nach außen raus und fertig ist die Verdunklung. Dementsprechend mal wie viele Scheiben? Naja. Bevor wir jetzt gemeinsam wollen wir das Bett jetzt umbauen, um eben auch zu zeigen, dass man sich tatsächlich hier zu zweit agieren kann, wo das sonst immer der Fall war, dass der eine raus musste, bis der andere seine Arbeiten hier verrichtet hat, dass er wieder reinkommen dürfte. Wir wollen zeigen, dass es hier eigentlich ganz bequem auch zu zweit funktioniert. Auch noch zu erwähnen, hier in diesem großen Kasten gibt es noch zusätzlichen Stauraum. Ganz gut auch für Laptops und Wertsachen, weil nicht jeder sofort drauf kommt, dass hier noch was drin sein kann. Eigentlich ganz geschickt. Dann haben wir hier Polster Nummer 1, Polster Nummer 2. Super leicht, weil diese Trägermaterialien ein Wabenstoff sind, der sehr leicht ist. Und man positioniert diese Schlafmatratzen über diese kleinen Mulden, die hier installiert sind, und dann wird das Ganze auch sehr schnell recht stabil. Hat hier den Stellfuß, lässt es hier auch noch einraschen, und dann sind wir eigentlich schon fast so weit. Siehe da, es entsteht eine richtig große Spielwiese auf voller Fahrzeugbreite. Einziger Wermutstropfen dran ist, dass man jetzt an die drunterliegenden Sachen nicht mehr so leicht rankommt, an den Kühlschrank oder an die Schubladen. Teilweise geht es ganz gut dann von der geöffneten Heckklappe. Das Einzige, was jetzt ein bisschen schade ist, ist, dass es nicht mehr funktioniert, dass einer im Bett liegen bleibt und sagt, Schatz, mach schon mal den Kaffee. Tja, und wen hat das sonst immer getroffen? Die Helga. Also, hier muss man gemeinsam einen Rhythmus an den Tag legen. Gefrühstückt wird dann wieder gemeinsam, das tut auch der Beziehung gut. Wir gehen jetzt noch nicht schlafen, das ist wahrscheinlich noch viel zu früh. Wir werden jetzt einfach nur mal die wunderschöne Aussicht genießen auf dem Platz hier. Und ihr könnt uns ja mal besuchen unter www.orangetrotter.de. oder Orangetrotter Facebook. Wir sehen uns wieder. Ciao. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ach, und übrigens, wer sich diese ganze Umbauerei sparen will, kann ja auch in den ersten Stock gehen und sich hier kuschelig einrichten.
Ist nämlich auch bequem Platz für zwei Leute, auch noch mit Panoramafenster, drei Stück davon. Was will man mehr?